Hallo und zurück, willkommen zurück bei Black Mirror. Ja, Sprachfehler am Anfang sind toll. Okay, zuletzt das Rätsel gelöst und so, wisst ihr ja Bescheid und so, ne? Jetzt dann den Steinsarg angucken. Uff. Ja, dann hol mal den Markus da raus jetzt. Markus, der erste Gordon. Ja, wer auch sonst? Wen hast du erwartet? Die dramatische Musik. Klauen wir ihm das Buch? Kein Mensch heute erinnert sich an den Ursprung des Portals zwischen den Welten, den Black Mirror. Diese Aufzeichnung soll als Warnung an jene dienen, die sich blind nach Macht sehnen, vom Pfad des Schicksals abkommen und ihre Seelen den Kräften des Bösen öffnen. Unser Schlossherr Mordred, ein amoralischer, schlechter Mann, quälte das Volk dieser Länder viele Jahre lang mit seiner Bosheit und seinem Hass. Seine Macht wurde jedoch durch Markus gebrochen, als dieser vom Krieg gegen die Heiden in fernen Ländern heimkehrte. Mordred, wohl vertraut mit den Gewohnheiten seines Feindes, traf sorgfältige Vorbereitungen, um den Angriff seines Bruders abzuwehren. Wissend, dass selbst die starken Schlossmauern dem Angriff nicht ewig standhalten würden, stieg er in die Gruft unter der Kapelle hinab. Dort, im Herzen der Dunkelheit, öffnete er den Black Mirror und bat die Wesen der Schattenwelt um ihre Hilfe, um sein Schicksal abzuwenden. Er war jedoch nicht der Einzige, der von den geheimen Gängen unter dem Schloss wusste. Durch diese schicksalsschwere Entscheidung gelang es Mordred, die Oberhand zu gewinnen. Für Markus wurde die Zeit knapp. Während seine Männer um ihn herum starben, begriff Markus, was er tun musste. Zornerfüllt kämpfte er sich durch die Reihen des Feindes und in das Labyrinth, das zur unterirdischen Kapelle führte. Dort überraschte er seinen Bruder und hieb mit aller Macht auf diesen ein. Mit dem Zorn der Gerechten traf sein Schwert sein Ziel und kalter Stahl durchstach das Herz des Tyrannen. Der Sieg war zum Greifen nahe. Am Rande des Abgrunds schwankend, nahm Mordred seine letzte Kraft zusammen und sprach seine letzten, verzweifelten Worte. Im Angesicht seiner Niederlage stieß er mit hasserfüllter Stimme die finsteren Verse des Fluches aus. Auf denen deines Blutes, die deinen Namen tragen, soll ein Fluch lasten. Einer deiner Nachfahren wird die Seelen von 5 Sterblichen bekehren. Dies wird der Katalysator sein, der meinen Zorn wieder zum Leben erweckt. Und ich werde zurückkehren. Wenn deine Tage beendet sind, wird mich niemand mehr aufhalten. Dann fiel Mordred auf die Knie, und als er seinen letzten Atemzug nahm, wurde er vom schwarzen Maul des Black Mirror verschlungen. In diesem Augenblick erklang ein ohrenbetäubendes Donnern, und die Kapelle wurde von einem blendenden Licht erfüllt. Danach folgte gespenstische Stille. Eines bleibt noch zu tun. Markus übergab 4 Schlüssel der Macht an die Lords der Familie Gordon. Den 5. Schlüssel behielt Markus selbst. Nie wieder sollte der Schlüssel in die Hände eines Sterblichen fallen und das Tor zwischen den Welten des Guten und des Bösen geöffnet werden. So endet die Geschichte unseres Lords, der uns in den finsteren Zeiten gerettet hat. Möge seine Seele ewig in Frieden ruhen. Isidor Whale, in treuem Angedenken an Markus Gordon, 1240 AD. Black Mirror. Die geheime Kapelle, die im Buch erwähnt wird, muss sich irgendwo unter dem Schloss befinden. Ich werde die 5 Schlüssel suchen und das zu Ende führen, was William nicht gelang. Okay, das war wieder eine Menge Informationen. Ja, was soll ich dazu sagen? Mordred hat einen Fluch noch ausgesprochen, bevor er starb.
Ja, und deswegen sind halt alle bei Black Mirror so, ja, verflucht. Und Samuel ja wohl dann wahrscheinlich auch, weil er ist ja auch ein Gordon. Und ich schätze mal, dass er halt auch dieser eine ist, der, ne, das alles jetzt halt aber auch irgendwie wieder umkehrt. Also ich verstehe halt gerade nicht, dass Samuel das selber halt nicht bemerkt. So, es stand ja da irgendwas von wegen, dass da ein Katalysator gesucht wird, dass der eine halt ihn wieder erwecken wird, den Mordred oder sowas. Und von daher wundert es mich, dass Samuel jetzt einfach so weitermacht und sagt, ja, ich bringe das jetzt zu Ende, was William gemacht hat. Und so mit dem Gedanken wahrscheinlich, ich will es wirklich zu Ende bringen, beenden, aber wahrscheinlich geht es nach hinten los, oder? Ich weiß ja nicht. War hier jetzt noch irgendwas bei dem guten Markus hier so? Na gut. Dann, warte. Nee, man konnte. Nee. Okay, gut. Ich dachte, jetzt ist schon wieder Rechtsklick und so, ne? Ich bin da ja ein bisschen paranoid in diesem Spiel langsam geworden, weil ich halt so viel immer verdaddelt habe, nur weil ich diesen blöden Rechtsklick nicht gemacht habe. So, jetzt haben wir ja immer noch die Bücher, die brauchen wir ja aber nicht, oder? Nö, die brauchen wir doch jetzt nicht mehr. Können wir dann. Ja, was sollen wir dann? Es ging hier noch weiter. Also wir sollten ja diese Schlüssel jetzt suchen irgendwie. Da drüben kann ich nichts sehen. Ich bleibe vorläufig noch im Licht. Kannst du die Fackel nehmen nicht? Oder geht das gar nicht? Nach oben kann er ja auch nicht. Ach ja. Er kann ja auch nicht nach oben. Was können wir denn tun? Was können wir noch machen? Mann. Ja, aber warum kann man es noch anklicken, wenn man es nicht mehr braucht, ne? Schon wieder so, ja. So unbrauchbar alles so. Ich mag es halt, wenn man was benutzt hat und wenn die Aktion da erledigt ist, dass man dann halt auch da auch gar nichts mehr machen kann. Wenn man halt immer noch irgendwas anklicken kann, finde ich das irgendwie schon wieder so kompliziert. Dann denke ich immer, ich habe noch nicht irgendwas genug angeguckt, wie beim Sarg jetzt hier. Ich gehe nochmal ganz. Ah ja, okay. Das muss der Schlüssel sein, von dem William in seinem Tagebuch schrieb. Der erste von den fünf. Okay, ich bin immer so blind bei manchen Sachen, ne? So richtig so, sehe das einfach nicht. Im ganzen, großen Ganzen geht das bei mir unter. Ja, und noch lauter die Musik, dann versteht man mich bald gar nicht mehr. Ja gut, wir sollten den Schlüssel halt noch holen. Kapiert. Der Schlüssel, den ich in Markes Grab gefunden habe. Können wir mit dem Schlüssel jetzt hier, was aufmachen? Oder ist das jetzt einfach zu? Ich gehe mal eben da lang, mal gucken, was passiert. Der Weg ist blockiert. Da komme ich nicht mehr heraus. Ich will hoffen, dass es irgendwo noch einen Ausgang gibt. Ja, aber hier kann man wenigstens jetzt gar nichts mehr machen. Ist doch schön. Dann wissen wir wenigstens so, hier geht gar nichts mehr. Ach, die. Doch, das Buch geht noch. Das Buch geht noch. Aber warum? Fackel geht nicht. Sarg geht noch. Was? Kann ich die verschieben? Nee, ne? Kerzenhalter. Ich sehe nichts von Interesse. Kerzenhalter. Ich sehe nichts von Interesse. Oh. Das war ein Rechtsklick jetzt, ne? Hey, kleine Ratte. Wo Wo ist sie sie hin? hingeht, gehen wir auch hin. Natürlich. Verdächtige Stelle. Samuel, alles in Ordnung bei dir? Samuel! Tut mir der Arm weh. Es hätte allerdings noch schlimmer kommen können. Ich kann von Glück reden, dass ich noch lebe. Irgendwas Dunkles hier. Guck mal hier, Lampe und so. Irgendein Stromkram. Eine Art Mechanismus mit drei Hebeln. Mit etwas Glück könnte er noch funktionieren. Dann drück mal. Wenn ich bloß die richtige Oh Einstellung Gott. wüsste. Ich muss es wohl einfach ausprobieren.
alle unten. Kann man den hier... Nichts. Die Hebel müssen falsch stehen. Machen wir den nach oben. Den nach ganz oben. Der Mechanismus bekommt keinen Strom. Oh, es ist jetzt echt... es ist schon ziemlich spät, während ich diese Aufnahme gerade mache. Und ich kann mich dann manchmal echt, gebe ich zu, nicht mehr so gut konzentrieren. Ich hoffe, das wird jetzt was. Ich habe mir jetzt schon wieder gar nicht mehr gemerkt, was ich schon gemacht habe. Ich glaube, ich muss jetzt mal reihenfolgenmäßig anfangen. So, damit ich mir das auch merken kann. So. Hatte ich schon, ne? Den hatte ich schon. Alle oben? Auch nicht. Oh, ja, weiß auch nicht. Ich vergesse es schon wieder langsam. Drei Stunden später. Oh, keine Ahnung. Also ich wette, es ist ja irgendwas so, alle drei anders halt. So gehe ich mal davon aus. Ich mach den jetzt einfach mal. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Reihenfolge. Das nervt. Hey, was habe ich noch nicht ausprobiert? Habe ich nicht ausprobiert, dass der hintere einfach mal, dass der oben ist. Das habe ich doch schon alles irgendwie jetzt. Guck mal, jetzt habe ich schon so viel ausprobiert. Oh. Ich merke mir das nicht. Ich mache gerade einfach nur, ne? Ich probiere einfach nur so willkürlich irgendwas mit irgendeinem Scheiß aus. Ich kann mich für so einen Kram jetzt gerade nicht konzentrieren. Und ich habe gerade eben schon ein anderes Rätsel gelöst. Also ich. Was habe ich denn noch nicht ausprobiert? Ich hab gerade keinen Bock mehr. Kann man hier auch noch was anderes machen? Anderes angucken? Guck dir das mal an, so. Ein Zaun. Vielleicht eine Tür. Der Zaun ist sehr stark. Mit bloßen Händen kann ich nichts ausrichten. Der Zaun ist sehr... bloßen Händen nicht. Was denn dann? Ich sehe nichts, aber der Zaun lässt sich bewegen. Der Zaun ist sehr... Okay, na, wir brauchen das Licht halt, ne? Was ist hier? Was ist das? Ein verrostetes Ventil. Das könnte die Brennstoffzufuhr sein. Ja, dreh mal. Boah. Wahrscheinlich... Oh Mann, ne? Es klemmt.
Mach jetzt. Es bewegt sich kein Stück. Es klemmt. Kann ich da irgendwas machen? Wo sind unsere ganzen Sachen? Wo? Oder ist das, weil es so dunkel ist und so? Hä? Was ist... Ich will hoffen, dass es irgendwo noch einen Ausgang gibt. Okay. Ich habe mich nur gerade gefragt, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt auf die Karte gehen? Ja, komm, wir müssen das jetzt hier hinkriegen. Boah. So eine Glücksscheiße. So ein Glücksscheißkram. Übersehe ich hier einen Tipp? Nee, ne? Ist hier irgendwas, wo man sieht, wie die Hebel schon oft bewegt wurden? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Boah, das muss irgendeine behinderte Kombination sein, die ich noch nicht ausprobiert habe. Wahrscheinlich an irgendeiner, an der ich so knapp immer vorbeidüdel. Ausgezeichnet. Oh Gott. Mit Licht geht alles leichter. Ich dachte jetzt echt, ich muss hier noch 3 Stunden was machen. Das sind die Sachen, die ich verloren habe, als ich in den Schacht fiel. Die meisten sind noch heil. Boah. Da sind doch... Ja, da sind die ganzen Sachen, alles klar. Ja, Samuel, was du alles mit dir rumschleppst. Die Kamera ist kaputt. Ist klar. Ist sie jetzt auch gar nicht mehr im Inventar? Dann brauchen wir sie aber wahrscheinlich auch nicht mehr, ne? Das haben die Entwickler sich dann geschickt einfallen lassen. So brauchen wir die Kamera dann nicht mehr. Wir bauen das ein. Was jetzt mit dem Ventil? Es bewegt sich kein Stück. Na, dann gehen wir jetzt hier so gucken. So, und das Seil mal da eben so rummachen jetzt. Finde das mal. Ein kräftiges Seil. Das müsste einiges an Gewicht aushalten. Das kann ich vielleicht mal gebrauchen. Ja, jetzt zum Beispiel. Da nicht, da aber. Nee. Kabel. Oh, ich hol. Was? Was? What? Wir sind jetzt nicht tot, ohne dass ich speichern konnte, oder? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich hab doch überhaupt nicht gespeichert, Leute. Was ist das denn? Wo soll ich denn wissen, dass ich hier auf einmal sterbe? Hallo? Kann es da nicht irgendwie wenigstens so eine Vorwarnung geben? Das Seil sieht sehr gefährlich aus. Trotzdem anfassen? Ja, nein. Boah, krass. Ich meine, ich habe doch gar nicht gespeichert, wenn ich jetzt... Ich kann ja auch gar nicht speichern. Ich kann nur laden. Oh, das ist richtig mies. Ey, jetzt muss ich die scheiß Kombination auch nochmal finden und alles.
alles. Okay, gut, Leute. Das mache ich jetzt dann im nächsten Part und tut mir leid, wusste ich nicht. Im nächsten Part hoffe ich dann, dass wir an der Stelle wieder weitermachen können. Und dann speichere ich auch definitiv vorher. Und ja, okay. Also bis dann. Tschüss.